Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Remastered Edition Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute. Und wir waren ja beim letzten Mal hier und haben die Alliierten-Kampagne fertig gemacht und ja, haben beim letzten Mal Stalin erledigt und jetzt geht's ans Werk hier mit den Add-ons, Leute, beziehungsweise mit Gegenschlag. Oder Retaliation, wie es auf Englisch heißt. Allerdings möchte ich mir vorher noch mal ganz kurz die Bonusgalerie von der letzten Mission angucken, Leute. Da war die letzte Einsatzbesprechung von den Alliierten. Cool. Ich spule mal ein bisschen vor. Ui. Was macht der denn da? Okay. Ja, ist okay. So, was haben wir hier? Behind-the-Scenes-Aufnahmen zur Choreografie der finalen Alliierten-Szene. Genau. Was haben wir hier? Ach, da liegt der Stalin. Okay. Alles klar, Leute. Ah, cool. Das war die letzte Cutscene, die wir letztes Mal gesehen haben. Okay, Leute. Gut, dann bin ich jetzt aber echt mal gespannt, Leute. Also, wir haben ja die Alliierten komplett abgeschlossen beim letzten Mal und es geht jetzt hier. Moment, was hier? Genau. Retaliation, Leute. Ein sowjetischer Konvoi mit Hydrauliköl. Gibt es da ein Video für? Ich weiß es nicht. Hat an einem Vorposten am Flussufer angehalten, um zu tanken. Das ist die perfekte Gelegenheit, um den Ölvorrat zu zerstören und die sowjetische Bedrohung in der Gegend auszuschalten. Zerstören Sie mit Hilfe Ihrer Truppen die Konvoi-Trucks und die feindliche Basis. Keiner der Konvoi-Trucks darf entkommen. Sämtliche Informationen zu den Konvois befinden sich in einer Radarstation der Sowjets. Wenn wir es schaffen, mit einem Spion die Anlage zu infiltrieren, können wir vielleicht die Fluchtwege des Konvois ausfindig machen. In Griechenland Zusammenstoß. Gut, Leute. Ich lasse es auf normal. Ich weiß nicht, was mich erwartet jetzt hier in diesem Add-on. Ich habe es noch nie gespielt, tatsächlich. Ja, das wird jetzt. Oh. Die Sowjets werden immer rücksichtsloser. Cool. Nicht genug damit, dass sie unsere Kampf-Cyborgs auf jede nur erdenkliche Weise ausschalten. Sie sind auch so skrupellos, Opfer unter der Zivilbevölkerung in Kauf zu nehmen. Hier gibt sogar Cutscenes, oh mein Gott. Okay. Und jetzt kommt ein sowjetischer Konvoi mit einer Menge Hydrauliköl durch unser Einsatzgebiet. Ich will, dass sie diesen verdammten Konvoi aufspüren und ausschalten. Und ich will, dass sie die Raffinerie finden und ausschalten, in der das verdammte Öl hergestellt wird. Können Sie sich das merken? Oh, und evakuieren Sie alle Zivilisten, die sich im Kampfgebiet aufhalten. Immer dran denken, wir sind die Guten. Oh, übrigens, ich bin General Carville. Willkommen in Griechenland. Cool. Okay, ja, das habe ich eben schon vorgelesen. Neuer General und alles, ne? Verdammt interessant, Leute. Oh mein Gott. Okay, aber hier komplett neue Mission. Ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Mission mal auf der PlayStation gespielt habe, tatsächlich damals. Aber ich mache die Spielgeschwindigkeit hier mal ein bisschen langsamer. So, weil wir müssen Konvoi aufhalten. Zerstören Sie alle Konvoi-Trucks. Wir sind endlich auf grünem Gebiet, ey. Oh mein Gott. Oh, ein Hund! Grenadiere! Okay, fahrt ruf da. Oder? Ja, so. Auch gut. So. Genau, Leute, wir müssen hier. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich glaube, diese Missionen hier, die haben es in sich tatsächlich, Leute. Und, ja, da muss ich jetzt eine erhöhte Aufmerksamkeit beachten hier. Oh, Verstärkung. Cool, Leute. So, eine Mine nochmal hier hin tun. So. Und, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet in diesem Add-on. Daher habe ich die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen langsamer gemacht. Und ich werde das Ding da erstmal nochmal speichern in der Mission 1 Add-on. Genau. Und ja, wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass ich diese. Ach du Scheiße, Panzer! Was macht der denn da? Der ist zum Glück in die Minen reingefahren. So, putz. Warte, kaputt. Los. Da kommt der eiskalte Panzer, ey, das ist ja wohl nicht wahr. Und alle meine Minen sind weg, super. Scheiße. Egal, Leute. Wir haben keine Großkraftwerke, das ist Mist.
Aber nicht schlimm. Kriegen wir auch so hin. So, Waffenfabrik. Wie viel Energie? 30. Wie viel Energie haben wir? 50, ja, ist in Ordnung. So. Gut, ich habe, wie gesagt, die Spielgeschwindigkeit ein bisschen langsamer gemacht, weil ich nicht weiß, was hier auf mich zukommt. In Ordnung. Auf jeden Fall schon mal ein Raketenwerfer, okay. Krass, Leute. Ein Sammler, was machst du da? Das war in der letzten Mission schon wieder so bescheuert. Dass die Sammler nicht vernünftig angefangen haben, hier zu arbeiten. Und ich habe wieder, ich habe schon kein Geld mehr, das ist unglaublich, ne? Wie gesagt, ich glaube, die Missionen hier sind schwerer als die normalen Missionen, wirklich. Gut, zweite Sammler bitte. Und am besten nochmal ein Kraftwerk. So. Zerstören Sie alle sowjetischen Einheiten und Gebäude, zerstören Sie alle Konvoi-Trucks. Oh, das sind Edelsteine, bring mir die mal bitte. Sammler, komm mal hier runter. Genau, da ist ein Weg und da... Ach du! Ah, Mammutpanzer! Scheiße, Mann! Okay, alle meine Einheiten sind weg. Shit, Mann! Oh Gott! Da ist ein Mammutpanzer tatsächlich. Ja, okay, dann war's das erstmal mit dem. Mit den Edelsteinen, ja. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt hier los? Dann wollen wir schützen. Ich brauche einfach ein paar Manneken, ey. Oh mein Gott. Ja gut. Den Manneken können die kann der Raketenwerfer kaputt machen. So. Mach diesen Grenadier kaputt. Und diesen Raketenwerfer am besten. Was zur Hölle? Alter Schwede, ernsthaft? Okay. Gummipanzer. Los. Ach du Scheiße, Leute. Was ist denn hier los? Oder nee, der bleibt da stehen, dann brauche ich keinen Gummipanzer. Oh mein Gott. Euer Ernst? Ja gut. Krass. Ja, das ist schon knackig hier, muss ich sagen. Wenn der Gegner direkt mit Mammutpanzern ankommt. Und schaut mal hier, das ist eine Mine. Das heißt, Geld wächst nach. Genau so, Leute. Ja, und wir haben hier relativ wenige Sachen, ne? Zum Bauen. Aber das muss erstmal reichen. Da fährt dieser scheiß Mammutpanzer rum, ey. Sein Ernst. Oh Mann. Leute. Ja, wie gesagt, freue mich, dass ihr wieder dabei seid hier, wie wir hier die Alliierten weiterspielen im Add-on. Das wird verdammt interessant. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, ich habe nach wie vor keinen zweiten Sammler, ne? Das ist gerade ein bisschen blöd, muss ich sagen. Aber geht schon. So, Werkstatt bitte hier unten hin und Minenwerfer direkt mal hier aufladen. So, zack. Das ist nämlich meine einzige Panzereinheit, die ich hier habe, Mensch. Oh Mann. Okay. Klick. 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 Das Geräusch so geil. Und klick. Genau. Ich lege jetzt einfach überall Minen hin, so wie es der Gegner auch gemacht hat. Zumindest in der Kampagne. In Ordnung. Genau, schmeiß hier einfach mal ein paar Minen hin. Weil ich weiß nicht, wie der hier angegriffen kommt. Ich habe das, wie gesagt, ich habe glaube ich nur auf der PS1 gespielt. PS1 gespielt. Dieses Szenario und ja, da ist doch dieser Mammutpanzer schon wieder. Fährt er da rein? Schade, leider nicht, Leute. Gut, egal. Der zweite Sammler ist endlich fertig. Sehr gut. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Sehr schön. Der Mammutpanzer ist weg, Leute. Sehr gut. Das heißt, jo. Der kann endlich die Edelsteine sammeln und ich kann mich mal verteidigen hier. Genau. Ich brauche nämlich alles an Verteidigung, was ich jetzt hier kriegen kann. Weil die geben uns ja nicht sehr viel hier, ne? Das ist ja ein bisschen komisch. Gut, egal. Leute. Energie. Gib mir Energie. So, dann lege ich nochmal meine Minen nochmal kurz hier hin. Und zack. Und zack. So, Leute, dann würde ich mal sagen, gehen wir das mal weiter in Angriff. Hier Silos noch bauen. Wo stelle ich die am besten hin? Am besten hier so.
So, ja, Leute, neue Woche, neues Glück. Ich nehme es an einem Freitagnachmittag auf, diesmal nicht nachts. ja, ich hatte einfach Lust jetzt dafür und darauf und ja, verteidigen wir uns mal hier. So, weiter Minen legen. Ja. Da kann ich gleich auch schon mal einen Gummipanzer bauen zum Erkunden, Leute. Ganz genau. Dann bauen wir den Gummipanzer. So. Wobei vorsichtig sein. Ich glaube, noch mal kurz speichern. Ich glaube, wenn wir hier zu viel entdecken, fährt der Truck wieder raus. Und das wollen wir ja vermeiden. So, wo haben wir hier den nächsten Bunker? Hier, okay. Da ist der Gummipanzer, sehr gut. Der kann man da oben hinfahren. Und ja, da bin ich mal echt mal gespannt. Also, Kraftwerk nochmal nachbauen. So. Bin gespannt, was hier alles kommt. Ich habe auch gelesen, dass hier die Bonuseinheiten. Oh, schaut mal hier oben. Dass hier die Bonuseinheiten vorkommen. Also Chronopanzer und Tesla-Panzer. Leute. So wie es auch in der PlayStation-Version war. Da gab es aber einen. Bei der PlayStation gab es ein separates Spiel. Das hieß Command & Conquer Landstufe Rot Gegenschlag. Leute, ich glaube, das ist das hier. Weil wir hier halt auch die Einheiten dafür haben. Ne? Und auch diese Musik, hört mal. Die Musik gab es im Original Command & Conquer, glaube ich, nämlich nicht. Nein, nein, nein. Das ist die Musik von der PlayStation-Version. Echt cool. So cool, Leute. So, Energie. Wie Fail, ja. Ach, das ist der Stalin, glaube ich, der da im Hintergrund labert. Ja, das ist der Stalin. You fail. Ja, das kennen wir doch noch. Mit dem Kradenkum damals. Ja, ich kann mich da noch so an so ein paar Sachen erinnern. Aber... wir haben keine Kampfpanzer. Bitte was? Gut, dann bau halt Gummipanzer. Wir haben nur Gummipanzer, oh mein Gott. Alles klar. Cool. Na ja, nicht cool, aber da müssen wir halt damit auskommen. Was? Ey! Der bringt wieder keine volle Ladung rein, ne? Bitte, liebes EA-Team oder wer auch immer hierfür zuständig ist, guckt euch mal die Sammlerproblematik an. Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich hier. So, Leute. Ah, da seht ihr das? Da kommt nämlich schon ein Panzer und der fährt jetzt etwas schön durch meine Minen durch, ja. Dadurch ist ja kein Problem. Unser Stützpunkt wird. Mannequin auch nicht, ey. Wirklich nicht. So. Uiuiui. Hier geht's aber ab. Gut, dann fahren die Flammenwerfer kaputt. Wollen sie kaputt fahren? Hey. So. Alles klar. Ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal genug gebaut an Verteidigung. Die Mannequin können wir diesen Raketenwerfer versuchen, Platz zu machen. Ganz genau. Und ja. Können wir uns jetzt. Typischerweise. Ach du Scheiße. Ja, okay, nee, dann mach diesen Grenadier kaputt. Ist noch ein Raketenwerfer, okay. Alles klar, wo ist mein Gummipanzer? Hier ist mein Gummipanzer. Okay, sehr gut. Einfach weiter Gummipanzer bauen. Hat das immer voll? Der hat voll, sehr gut. Oh, was ist denn hier unten? Okay. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass der Konvoi hier rausfährt. Ja. Deshalb werde ich so weit erkunden, wie es halt geht. Ne? Das sind ja nur Schützen, die kann ich einfach überfahren. Und ein Raketenwerfer. Wie viele Raketenwerfer hat der bitte hier stehen? Mensch, Mensch, Mensch. Okay, einfach weitere Gummipanzer bauen. So. Kein Produktionsstopp. Nein, nein, nein. Ach du Scheiße, okay. Nee, dann. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann. Mach den Raketenwerfer kaputt. Mach den kaputt. Den kriegst du. Sehr gut. Und diesen Grenadier überfahren. Alter. So. Oh nein. Oh, oh, oh. Fahr nach Hause, fahr nach Hause. Reparier dich. Hä? Wie das denn? Ach verdammt, Leute. Hä? Okay. Wo ist denn der entkommen, bitteschön? Das verstehe ich jetzt nicht gut. Ich darf nicht
Ich darf... So, das hier. Ich darf hier nicht so viel erkunden anscheinend. Okay. Counter-Strike, ja. Gegenschlag. Das ist jetzt lustig. Wo ist denn der entkommen? Ach, genau, diese Musik, Leute. Konstruktion abgeschlossen. Diese Musik, das ist der Original-Soundtrack von dem Gegenschlag. Och, da werden gerade Erinnerungen an die PS1 wach. Ach du Scheiße. Geil, Leute, richtig gut. Richtig geil. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier. Bauen wir mal uns neu auf. Oh mein Gott, das ist gerade so Nostalgie, ne? Dieser Soundtrack, oh mein Gott. Ja, dieser Soundtrack, oh Mann. Aber warum habe ich das gerade verloren? Oh ja, genau. Da werden Erinnerungen an diese langsame PS1 wach, ey. Oh mein Gott. Das war so krass damals. Ja, an diese langsame PS1 mit den ewig langen Wartezeiten, ey. So. So, die Edelsteine. Mensch. Haben Sie sie? Der sammelt nicht die Edelsteine, das ist so bescheuert. So, hier. Konstruktion abgeschlossen. Und hier. Verdammt nochmal. So. So, der ist voll. Okay, sehr gut. Dann. Gut. Alles klar, dann nochmal hier. Wo ist dieser LKW eben rausgekommen, hä? Wo ist der rausgefahren, der LKW? Ich bin gerade total verwirrt, muss ich sagen. So, ich würde sagen, ja, ich muss einfach Panzer an alle Ausgänge hier stellen, ne? Moment, dann spreche ich das Ding einfach nochmal. Mission 1, Add-on. Da. Alles klar. Och, diese Mucke, ey, das ist so geil, diese Mucke. What? Was zur Hölle? Da seht ihr das da? Das war ein Tesla-Panzer oder was sowas, ne? So, Leute, dann lasse ich die mal hier oben stehen. So. Ah, da ist der Panzer wieder, okay. Da ist der Panzer schon. Da ist er schon, okay. Diesmal leider nicht durch die Minen gefahren. Na gut, egal. Ich muss einfach hier Einheiten überall hinstellen, habe ich das Gefühl, ne? Jetzt fahr da drüber, Mann. So. Leute, ganz genau. Und da würde ich sagen... Energie. Und hier 5 Panzer noch bauen. Genau, Leute. So. Diese geile Mucke, ey. Oh, Mann. So. So, hier oben habe ich ein paar Gummipanzer erstmal stehen. Ich glaube, 2 reichen da oben. Zerstören Sie alle Konvoi-Trucks. Ja, aber warum habe ich den da eben verloren? Aha. 6 Flammenwerfer einfach mal so. Ja, okay. Ah, ne, 5 Flammenwerfer, okay. Ja gut, dann sind es halt 5 Flammenwerfer. So, fahr da einfach drüber. Los. So, da muss ich irgendwie, ja, das verhindern, dass der hier rausfährt, ne? Der Konvoi ist gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Was ist das da? Einheit bereit. Weiß ich gerade nicht. Naja gut, Leute. Ich stelle auf jeden Fall erstmal hier unten auch noch mal ein paar Gummipanzer ab. Einfach nur, um die Wege abzusichern. Uch! Was macht er denn jetzt hier? Okay, Leute. Komm, die Da ist schon wieder einer weg. Wo denn? Wo denn, Leute? Also das finde ich jetzt gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen. Spielladen, nochmal hier, Add-on. Verdammt nochmal. Warum verliere ich das immer? Warum? Was soll das? So, ich glaube hier. So, wir waren jetzt hier, ne? Ich verstehe gerade echt nicht. Ja, was das hier soll. Warum verliere ich hier immer? So, der ist durch die Mine gefahren, sehr gut. Genau. So.
So, genau. Wo fahren diese scheiß Trucks immer raus? Ich weiß nicht, wo die immer hinfahren, Leute. Na, seht ihr das? Hier sind nämlich diese Tesla-Panzer. Ah, das ist eine Tesla-Spule. Och, das ist eine Basis. Okay. Ja gut, Leute. Gut. Dann packe ich zwei Gummipanzer hier oben hin. Und ich frage mich jetzt aber ernsthaft, wo fahren diese Trucks raus, Leute? Wo ist der Ausgang von dem Bereich hier? So, die Brücke ist kaputt. Okay, Leute. Das heißt, er kann hier oben schon mal nicht rausfahren. Wo soll das sein? So, hier oben kann der nicht raus. Ich muss einfach die Karte beobachten, merke ich gerade. Hä? Kann das sein? Ja, also irgendwie was stimmt hier nicht. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So, versucht zu entkommen. Aber wo denn? Nee, da auch nicht. Wo denn, Leute? Wo versucht er zu entkommen? Da! Oh mein Gott! Hier, 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 hier! Nein, nein, nein! Ach, verdammt! Scheiße! Aber jetzt weiß ich, wo der... Jetzt weiß ich, wo der Truck herfährt. Alles klar, ich muss die Brücke da unten kaputt machen. Verdammt interessante Mission, muss ich sagen. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, ich muss die Brücke da unten kaputt machen. Ich verstehe schon, Leute. Alles klar. Der versucht also hier unten rauszukommen. Okay, dann macht ihr bitte hier den kaputt. So. Und einfach Gummipanzer bauen jetzt hier. So. Ihr fahrt jetzt bitte hier rein. Ah, ist ja gut. Das ist ja der Panzer da unten, ne? So. So, die Brücke ist kaputt. So. Dann brauchen wir hier oben schon mal keine Einheiten mehr. Okay, dann schicke ich die jetzt alle nach hier unten. Auch die Manneken. Damit wir hier keine... Ja, keinen mehr haben, der hier durchfahren will. Ne? Ja, das ist so, Leute. Und... Jo. Dann würde ich sagen, müssen wir diese Brücke hier kaputt machen, tatsächlich. So, wo ist diese... Da, dieser... Da, der hier. Der hier, macht den kaputt. So. Gut, Leute. Wir müssen hier beschützen. Aber hier ist doch schon die Basis, Mensch. Wir müssen das hier kaputt machen, ne? Gut, dann macht die Brücke kaputt. So. Nein, nicht auf den Panzer schießen. Danke, Raketenwerfer. Sehr gute Arbeit. So. Hier ist zu. Hier ist zu. Wo kann er jetzt noch raus? So, ich glaube, das war's jetzt erstmal, ne? Für die Trucks. Die sind aber auch schnell, ne? Hab ich gemerkt. Die sind schnell, die Trucks, ja. So, die können ja jetzt wirklich nur noch hier in der Mitte raus. Ich habe jetzt beide Brücken kaputt gemacht. Ein Konvoi-Truck versucht wieder zu entkommen. Okay, Leute. Wo? Da, Leute. Da, wegmachen. Los, wegmachen. Wegmachen den Scheiß. So, sehr gut. Alles klar. So, das haben wir schon mal. Gut, Leute, direkt speichern. Direkt speichern, ey, oh Mann. Gut, alles klar. Den ersten Truck, den haben wir schon mal erledigt. So, mach den Panzer hier kaputt, los. Ja, die Mission ist echt schwieriger als die anderen. Muss ich sagen, Leute. Ah, shit. Geht euch mal reparieren, ja? Einheit verloren. Was macht ihr Sammler denn schon wieder? Ja, Sir. Weißt du was? Der? Ah ja, doch, okay. Ja. Dieser Raketenwerfer, da geht mir auch langsam auf den Sack. So. Kein Geld mehr. So, mach den wenigstens kaputt los. Ja, genau. Könnt ihr nochmal schießen? Schade. Gut, egal. Gut, Leute, reparieren. Du kannst bitte hier oben hingehen und Edelsteine sammeln. Los. So, dann haben wir das ja. Und dann können wir auch gleich schon mal angreifen gehen. Ne? Cool, Leute. Das ist eine richtig coole Mission. Aber schwierig. Aha.
Was haben wir denn hier? Was kommt denn da oben? Nimm mal ein paar Gummipanzer und fahr mal da oben. Aha, okay, ich verstehe schon. Flammenwerfer wieder. Der kriegt da immer Verstärkung hier. So, direkt drüber fahren. Einfach drüber fahren hier. Sollt da drüber fahren. Fahrt da drüber. Ey. So, gut, alles klar. So, sehr schön, Leute. Ich würde sagen, dann haben wir das Ding. Und dann gehe ich mal mit diesen Gummipanzern jetzt mal an. Wir sind mal jetzt mal Team 1 hier. Oh, was haben wir... Okay. Dann mach die erstmal kaputt da. Los. So, kaputt machen. Einfach kaputt machen. Los. So, rüberfahren. So, Leute. Ja, das Add-on macht schon momentan schon, finde ich... Extrem viel Spaß und hier ist eine Testerpanzer. Verdammt nochmal. So, Leute. Oh, das ist nicht euer Ernst. Wo ist er denn jetzt rausgekommen, der blöde Truck? Spielladen, Leute. Verdammt nochmal. Was ist das für eine Scheiße? Alter. Die Folge ist gleich vorbei. Oh, Mann. So. Wo... Nee. Wo ist dieser Truck? So, Leute. Er kriegt gleich da oben Verstärkungstruppen. Bestätigt. Dann kommt die Meldung, dass ein Truck versucht zu fliehen. So. Geldmittel unzureichend. Ja, wie immer, Leute. Ach, da ist wieder Tesla-Schwule hier. Scheiße. Gut, dann haut ab. Dann haut einfach ab da raus. Und die stelle ich einfach mal da oben hin. So, zerstören Sie alle Konvoi-Trucks. Die Frage ist, wo sind die Dinger, ne? Repariert. Und wo ist der Truck eben durchgekommen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist doof, aber gut, Leute. Es ist halt, ja, Add-on, ne? Weißt du was, du? Du gehst mal hier oben hin. Und du sammelst mal direkt vor der Haustür, bitte. So. Leute, 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 ey. So, da muss ich jetzt echt mal überlegen, ne? Wo könnte dieser Truck sein? Wo könnte dieser Truck rausfahren? Da! Direkt überfahren, los! Den Penner. So. Die Bürger, die arbeiten nämlich hier mit den Russen zusammen. So, genau. Dann stell die mal da oben ab. So, versucht zu entkommen. Wird gebaut. Wo kommt denn der jetzt raus, hä? Wo kommt denn der? Wo will der hin? Was? Da ist ein Panzer? Okay. Da oben! Oh mein Gott, direkt hinterher! Fahrt da hinterher! Oh, macht den doch kaputt! Ihr seid doch so blöd, wirklich. Och, Mensch. Verdammt. Oh Mann, Leute. Ey, die sind doch so dumm, ey, wirklich. Gut, aber jetzt weiß ich es immerhin schon mal, wo der Truck herkommt. Okay, von oben also. Er versucht's also da oben, okay. Gut, Leute, dann macht die Scheiße hier kaputt. Und dann würde ich sagen, gehe ich die gleich mal reparieren. So, lasst die reparieren. Ihr geht nach hier oben, bitte. Ihr lasst hier bitte nichts durch. Verdammt nochmal, wirklich. So, ja, okay. Ihr lasst hier bitte nichts durch. Fahrt einfach auf den Weg. So, ihr lasst da bitte nichts rein. So, hier passt jetzt nichts mehr durch. Verdammt nochmal. Maria? Was? Shelly? Die Bürger, die haben hier Namen, oh mein Gott. Bill. Repariert. Maria, oh mein Gott. Krass. Okay. Ja, gut. Sammler, du sammelst mal bitte hier oben die Edelsteine ein, ja? So, ja. Leute. Das ist ja ganz schön nervig hier, muss ich sagen, ne? Wenn man nicht weiß, wo die Trucks herfahren. Ist das schon mies. Aber gut. Da ist wieder dieser Bürger, der versucht wieder hier
wird repariert. Irgendwas zu spionieren, aber das lasse ich nicht zu, Leute. So. Wird repariert. Der Turm? Genau. Zack. Direkt weg mit dem Scheiß, ey, wirklich. Wird repariert. Gut, die vier. Ja, Sir. Ah, was macht er denn jetzt? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Leute, bitte was? Okay. Ja, dann bau nach, komm. Zum Glück habe ich die Minen hier hingestellt, wirklich. So. Ihr macht die Scheiße hier kaputt. Der will nämlich hier den Weg freiräumen, ja? Konvoi versucht zu entkommen. Da kommt der Scheiß. So. Ihr bleibt jetzt bitte hier stehen, verdammt nochmal. Und hinterherfahren. Und hinterherfahren. Großer Gott, ey. Oh, Gott sei Dank. So. Den Konvoi, den haben wir überstanden. Okay. Sehr schön, Leute. Gut, dann würde ich sagen. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Leute. Speichern. Und dann würde ich sagen, ja, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Und wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne mal ein Like oder Abo, ne? Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.